Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Mein Name ist Don Kanonji. Im letzten Part habe ich gesagt, das wäre hier blind jetzt für mich. Wir haben den Anzug im letzten Part aufgerüstet. Ein bisschen mit Stase und Chinese und Trefferpunkten. Und wir gehen jetzt einfach mal durch die Tür und... Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, sie und sie. Vergessen sie es. Sie sind auch nicht, okay? Okay, das scheint hier blind zu sein. Der Norton scheint auch was gegen uns zu haben, weil wir mit Ellie anbandeln. Das scheint ihm hier irgendwie nicht so zu gefallen und er meint wohl, er sei hier der Oberchecker vom Neckar. Und da kennt er Isaac aber schlecht. Vor allen Dingen kennt er Don Kanonji schlecht. Ha. So, achso, falsche Taste. F war's. So, machen wir mal die Tür hier auf. Machen. Wow. Alles klar. So. Ich spüre etwas Großes kommen. Bin mal gespannt, ob mich meine Intuition täuscht. Oder ob sie mich... Ach du Schande. Ach du Schande. Okay, ist auf jeden Fall blind. Ich werde es im Titel ergänzen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Was ist das? Sauerstofftanks. Kann ich hier fliegen? Ah ja, okay. Ach du Scheiße, wo muss ich denn hin? Ah, da. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Okay, dann docken wir hier einfach mal an. So. Die Greeley erkunden. Ja klar, machen wir gleich. Wir füllen uns noch gerade auf mit Sauerstofftanks. So, geöffnet. Okay. So. So, und jetzt haben wir erstmal diese kleine Rettungskapsel, was das ist. CMS Roanoke. Aktuelle Position. Ach so, jetzt können wir hier springen. Geil. Brusilov, Greeley, Terra Nova. Wir wollen zur Greeley. Die Greeley erkunden. Ja, klar. Da gehen wir hin. Cool, jetzt können wir also mit dem Shuttle verschiedene Positionen anfliegen. Das ist ja interessant. Können wir das jetzt auch selber steuern? Nee, können wir nicht, aber es sieht schon cool aus. Ah, dann kann ich ja mal kurz erzählen. Auf unserer Seite www.dead-space.de hat ein User, der einen Kommentar geschrieben hat zu einer News, damals etwas länger ist das her. Ich glaube, er hat das Ende gespoilert von Dead Space 3. Da hat er geschrieben, oh mein Gott, ich bin so traurig. Irgendwie so. Und den Kommentar haben wir gelöscht. Also, falls du zuschaust, sowas wird hier nicht gespoilert. Und ich habe ihn gelesen. Und ich fand das nicht so optimal. Denn wenn das wirklich eintreten sollte, was am Ende, ne, dann, ja, fände ich das ziemlich scheiße. Dann wäre es genauso wie Harry Potter, Teil 7 mit dem Buch, wo ich mich damals gespoilert hatte. Aber das nur mal so am Rande, hä? Wieso? Ich dachte, wir müssen die Greeley erkunden. Ja, CMS Greeley, passt doch, wir müssen dahin. Warum zeigt ihr mir denn das an? Aber richtig geil, dass man dieses... Was machst du denn da? Okay. Bumm. Ja, ich verschwende jetzt bestimmt eh sinnlos Munition an diese Viecher. Verreckt im All, ihr Viecher! Zack! Und zack! So, ja gut. Sinnlose Munitionsverschwendung. Lassen wir das. Das ist...
keine sinnlose Munitionsverschwendung. So, sammeln wir das noch auf. Toll. So, ich hoffe mal, jetzt zeigt er die... Nein, natürlich nicht. Er zeigt immer noch diese Rettungskapsel an. Ja gut, wo müssen wir denn hin? O2, das ist gut. Sauerstoff, hallo? Geht nicht, okay. Wo müssen wir denn hier andocken bei der Greeley? Das würde mich mal interessieren. Hier? Ich guck mal. Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Ja. Was sagt die Uhr? Ah, immens viel Zeit. Ja, gute Frage. Das da hinten ist wahrscheinlich die Roanoke, wo wir herkamen. Wo geht's denn hier lang? Ja, Isaac im All ist für mich ein bisschen ein Durcheinander. Weil irgendwie finde ich meistens die Eingänge nicht. Besonders dann nicht, wenn die Rettungskapsel mir immer... beziehungsweise diese Spur mit B, die ich mit B anzeige, mir immer den Weg zur Rettungskapsel weist. Zum Beispiel so. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch die Greeley erkunden. Stand da doch eben. Q? Ich weiß gar nicht, welche Taste das ist. Auf jeden Fall erkunde die USS Greeley oder was da stand. Aber bevor mir hier der ganze Sauerstoff ausgeht... glaube ich, da fliege ich doch besser wieder zur Rettungskapsel zurück. Wo waren jetzt die Rettungskapsel? Da kann ich mich nämlich mit O2 noch aufpumpen. Da stand doch, wir empfangen ein merkwürdiges Sendesignal von der USS Greeley. Ich bin doch nicht blöd. Wir müssen da doch hin. Ich habe bestimmt nur den Eingang nicht gefunden, so dämlich, wie ich mich manchmal anstelle. So viel zum Thema Casual Gamer. So, jetzt erstmal nochmal den O2 erstmal wieder auffüllen. So, 299 Sekunden Luft. Versuchen wir es nochmal. Das muss ja klappen. Hier muss ja irgendwo ein Eingang sein. Das kann ja nicht sein. Es hat so ein bisschen auch Alien-Stil. Also, falls ihr die Alien-Filme kennt und jetzt aktuell Prometheus, der Vorgänger, also das habe ich mir persönlich noch nicht angesehen. Aber das hat sehr viel Alien-Flair. Also das gefällt mir jetzt persönlich richtig gut, im All zu schweben. Obwohl ich den Weg nicht finde, ja, ja. Gefällt mir trotzdem ganz gut. Also die Grafik hier so, boah. Das ist schon geil. Sehr nice, EA. Beziehungsweise Visceral Games, das habt ihr richtig gut hingekriegt. Aber ich finde trotzdem diesen verdammten Eingang nicht. Beziehungsweise zeigt es mir immer diese Rettungskapsel an. Ich gehe jetzt einfach nochmal zur Rettungskapsel. Oder ich gucke mir mal dieses... Was ist denn hier? Was ist denn hier, wie kann man denn hier nochmal F2, 3... Ah, Mission, hier. Die Terra Nova erreichen, ach so. Die Greeley erkunden. Optionale Mission, siehste? Siehste? Optional. Unsere Rigs empfangen eine chiffrierte Nachricht, die von CMS Greeley, blablabla. Ich sollte hier nachgehen. Siehste? Also ist das eine optionale Mission. Da muss es hier irgendeine Andockmöglichkeit geben. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch hier irgendwie andocken können. Das ist doch ein Scheiß. Das ist voll der Scheiß. Die findest du oben und unten nicht durch. Ich würde gerne dem Signal nachgehen, dass die USS Greeley aussendet. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wo ich andocken soll, kann, muss. Und so langsam läuft mir auch die Zeit wieder für diesen Part weg. Das ist eben das Problem. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen schweigsamer bin, aber für mich ist das alles selber neu und ich habe keine Ahnung, wo ich hier wirklich auf diese USS Greeley komme. Und das Ding ist ja auch nicht gerade klein und
Der... Aua! Wo denn? Also wo Monster herkommen, ist ja meistens immer ein Eingang. Und ich frage mich, woher die gerade geschossen haben. Ach, da hinten. Alles klar. Okay. Nice. Man hört auch noch so richtig den... den Schall. Bam! Da ist das erste Monster down. Aber es bringt auch nicht viel, denn das ist wieder nur Munitionsverschwendung eigentlich. Achso, jetzt habe ich sogar einen umsonst verschwendet. So, wie viel, da muss ich gerade mal, ja, wenn wir das auch überziehen müssen, aber ich muss gerade mal zum Sauerstoff-Depot und mir ein wenig Sauerstoff holen, denn mir geht der so langsam aus. Ja, passt schon. So. Zack. So, erstmal wieder vollladen. 300 Sekunden. Ja gut, und dann machen wir hier mal einen Cut. Ich werde mal offline suchen nach einer Möglichkeit, auf die USS Greeley zu kommen. Das will ich euch jetzt nicht antun. Das wäre ja die ganze Zeit ein Part hin und her gefliege und das wollen wir ja keinem antun. Ich suche offline nach einer Möglichkeit. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space 3. Also bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.